Und es hat sich dann gezeigt, dass ich sehr gut im Remote Viewing bin. Also Remote Viewing? Das ist eigentlich ein Begriff, was ja die Army, die US Army, die bildet auch Menschen aus beispielsweise im Remote Viewing. Du kannst im Vorhinein, wenn jemand, du stehst bei einer Ecke und willst um die Ecke sehen. Und so hat es bei Ihnen, glaube ich, angefangen, eben wenn da eine Bedrohung ist, wie mache ich das? Das heißt, du lässt den Geist, du lässt deine Energie vorausgehen und schaust. Du kannst wirklich, wenn du dich auch in Trance versetzt, kannst du dich an andere Orte beamen, du brauchst nur die Koordinaten und kannst dich dort umsehen. Polizeiarbeit, das wird überall eingesetzt. Also das geht. Das machst du auch? Ja, das mache ich auch, ja. Mhm. Ich mache das. Also wenn jemand vermisst wird zum Beispiel? Beispielsweise, oder ich habe mehr Mordfälle. Mhm. Also vermisst eine, ja, sind auch dabei. Einerseits mit den Amerikanern mache ich mehr Vermisste. Im deutschsprachigen Raum sind es eher Mordfälle. Das finde ich jetzt spannend. Was passiert da? Die rufen dann bei dir an? Also ich stelle mir das jetzt so gerade vor, weil das ja auch etwas ist, worüber man sonst eigentlich nie was erfährt. Ja, nein, ich nenne jetzt auch keine Namen. Nee, das musst du auch, glaube ich, gar nicht. In der deutschsprachigen Forensik ist es nicht erlaubt, aber es gibt immer wieder Ermittler, die dennoch Medien heranziehen. Mhm. Auf alle Fälle, weil sie auch gute Hinweise geben. Bei mir ist auch so, ich mache dann Täterbeschreibungen, weil ich das Gesicht auch eindeutig sehe oder was passiert ist, wer es war, also auch die Verbindungen und wo das passiert ist.